So, hier haben wir einmal Pilze einfach angebraten und so eine Fertigsoße dazu gemacht. Und hier habe ich Creme fraiche mit Zwiebeln, den Pilzstielen, Serrano-Schinken und Knoblauch angebraten. Dann das Creme fraiche drüber gegeben, umgerührt und dann die Pilze damit befüllt und dann Käse drüber und in eine Auflaufform getan. Und das backe ich gleich so einfach im Backofen und dann bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Das wollte ich jetzt mal nur noch kurz dranhängen. Heute ist der 25. Februar und es gibt ein paar Probleme bei den Pilzen. Man sieht das hier, da ist so ein brauner Film auf der Erde und auf den Pilzen und so. Und diese Pilze, die da wachsen, sind auch so ganz schrumpelig und trocken. Nicht so straff und glatt, sondern so schrumpelig und trocken. Und das zieht sich hier überall durch. Da ist ein Fleck, hier ist ein großer, hier sieht man das gut. Ja, also irgendwas ist da wohl nicht gut. Anscheinend breitet sich das jetzt aus, also vielleicht kann ich die Pilze dann vergessen. Aber ich weiß es nicht. Ich hoffe mal das Beste und guck morgen einfach nochmal vorbei. 27. Februar und ja, wie erwartet, dieser braune Schimmel oder was das auch immer ist, hat sich weiter ausgebreitet. Hier, die werden jetzt alle schrumpelig und ich versuche jetzt mal in Erfahrung zu bringen, was das sein kann, damit ich euch aufklären kann und mich und damit das vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr passiert. Weil ich denke mal, hier wird jetzt nichts mehr rauskommen, wo jetzt zwar noch viele kleine waren. Hier überall noch Ansätze, aber diesem Schimmelpilz, naja, wenn die Großen darunter leiden, werden die Kleinen wohl auch kaputt gehen. Man sieht schon, der schimmelt auch hier. Der ist wirklich richtig braun hier und man kann das auch so ein bisschen wegwischen. Jetzt habe ich das an meinem Finger, jetzt habe ich wahrscheinlich diese Schimmelsporen an meinen Händen. Dann wasche ich die mal gleich schnell. Ja, ist total ausgetrocknet irgendwie. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe mich doch jetzt dazu entschieden, die rauszureißen. Und die wegzutun, weil die schrumpeligen esse ich ja eh nicht mehr. Leider eine ganze Handvoller schöner Pilze. Ja, aber was will man machen? Schrumpelige will ich auch nicht essen, wo schon so ein bisschen brauner Schimmel drauf ist. Leider. 2. März. Man sieht, das Braune breitet sich immer weiter aus. Ich hatte den Rohwert mal gefragt, von dem ich die Kiste bekommen habe, was ich dagegen machen könnte. Er meinte, ich soll das einfach abnehmen. Aber das Problem ist, das hat sich schon so weit ausgebreitet, dass ich alle kleinen Pilze dann ja abnehmen würde. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich nehme mir einfach ein Stück hier raus von dem Myzel und setze das hier in eine Box. Ich weiß nicht, ob das klappt. Und dann will ich mir das halt so vielleicht am Leben erhalten oder ein Stück davon, sag ich mal, ja, so, ja, überleben lassen halt, wenn ich die Box dann irgendwann zurückgebe, dass ich dann das vielleicht da drinne hab und das dann vielleicht nicht kaputt geht. Also, wisst ihr, was ich meine? Dass das, weil der Pilz überlebt ja normal im Boden eigentlich auch lange. Warum sollte das dann nicht funktionieren? So, ich nehme mal ein Stück hier raus. Also das stelle ich dann gleich wohin, wo es ein bisschen kühler ist, so dass der Pilz nicht die Früchte ausbildet, sondern einfach im Boden weiter überlebt. So, das Stück nehme ich mir mal. Das hole ich mir auch noch hier raus. Weil theoretisch müsste das ja eigentlich auch klappen, wenn man das einfach so einpflanzt, dass es dann nicht kaputt geht oder so, sondern ja, halt einfach überweilt. So, jetzt habe ich da ein Loch reingemacht, aber egal. Das fülle ich jetzt noch mit Erde auf und dann stelle ich das gleich woanders hin.
Also, meine Hände riechen jetzt krass nach Pilzen, wo ich die Erde rausgezogen habe. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre, das hier abzukratzen. Weil da mache ich ja eigentlich den Myzel kaputt. So, man sieht, da drunter ist nichts mehr. Davon, von diesem braunen Schimmel. Aber dann sind halt auch, ist halt diese Oberfläche des Pilzes weg. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Eigentlich müsste ich da Robert vertrauen, aber weil er kennt sich ja schließlich besser aus als ich. Nur ist halt schwierig, weil der Schimmel geht ja auch schon auf die, auf diese Kiste über, auf die Pilze, überall ist der. Und ich glaube, ich krieg den nicht mehr weg. Wenn ich das alles abnehme, wird er sich wieder neu ausbreiten, weil diese Sporen jetzt überall schon sind. Ich hoffe nicht, dass sie dann jetzt auch hier drinnen sich dann weiter ausbreiten. Muss ich mal gucken. Ist ja auch nur ein Versuch gewesen. Also von daher, ich fülle das jetzt noch weiter auf, stelle das dann mal zur Seite und werde dann beides einfach beobachten und euch natürlich berichten. So, ich habe das Ganze jetzt einmal aufgefüllt und mache das jetzt noch ein bisschen feucht. Ich will das nicht zu feucht machen, weil ich kann mir irgendwie vorstellen, dass dieser schwarze Schimmel da oder dieser braune durch zu viel Feuchtigkeit gekommen ist. Deswegen mache ich das jetzt nicht klatschnass, sondern ich feuchte das einfach nur ein bisschen an. Naja, kann noch ein bisschen mehr, ist noch nicht mal Zentimeter durchgesackt. So. So, hier haben wir es, denke ich mal, nur so 12 Grad oder so. Hier stelle ich jetzt die Pilzbox hin und warte dann mal ab. Wir haben jetzt den 22. März. Ich habe schon lange nicht mehr die Pilze gefilmt. Man sieht, die sind noch gewachsen, sehen aber total komisch aus. Die sind auch steinhart. So, man hört das. Ich glaube, die sind einfach getrocknet. Ja, die sind getrocknet. Und ich hatte die gestern mal wieder angefeuchtet. Habe ich hier aus der Dusche einfach ein bisschen Wasser drüber gemacht. Deswegen sind die jetzt so ein bisschen dunkler geworden. Und man sieht, dieser Pilz, dieses schwarze Zeug hat sich komplett überall ausgebreitet auf die Pilze. Also hier unten so am Schaft ein bisschen. Und auch hier auf dem Boden. Wenn ich da drüber gehe, sieht man das, mein Finger ist schwarz und der Boden ist dann einfach wieder sauer, wenn ich das. Oder hier auf der Flasche sieht man das auch. Also diese Sporen breiten sich wirklich überall aus. Ich weiß nicht, ob das gefährlich sein kann oder schädlich sein kann. Ja, man sieht das hier. Meine Hände sind komplett schwarz. Das finde ich schon krass irgendwie. Eigentlich müsste ich die mal lieber rausstellen. Aber ich möchte halt auch noch gucken, wie sich das hier weiterentwickelt. Also das Myzel ist eigentlich komplett trocken. Also ausgetrocknet. Ich weiß nicht, ob das wieder anfängt zu leben, wenn ich das wieder bewässer, so wie ich gestern gemacht habe. Ich kann ja noch mal anmachen. So. Es riecht jetzt direkt auf jeden Fall wieder nach Pilz. Ja, auch hier die trocken sind, riechen direkt nach Pilz. Naja, das nehme ich mal mit. Ja, also eigentlich ist das schon lang zu Ende, das Experiment hier. Wegen diesem komischen Schimmel. Aber ich lasse es einfach mal wachsen. Und ich habe ja auch noch dieses kleine Stückchen herausgeschnitten. Boah, es riecht so krass nach Pilz hier. Das wird so richtig glitschig. Auf jeden Fall zeige ich das auch nochmal kurz. Ich wasche mir mal aber eben vorher die Hände, weil nicht, dass ich dann auf den Pilz, den ich da rausgeschnitten habe, auch noch diesen Schimmel drauf mache, weil die Sporen habe ich ja jetzt an meinen Händen. So. Hier ist der Myzel. Der ist mir auch mal zwischendurch ausgetrocknet, aber ich habe den halt auch wieder nass gemacht. Ich weiß nicht, ob der hier noch am Wachsen ist oder ob die noch wachsen, keine Ahnung.
Auf jeden Fall hat sich das noch nicht ausgebreitet, soweit ich das sehen kann. Und da bin ich mal gespannt, wie es hiermit weitergeht. So, jetzt melde ich mich das letzte Mal am 24. März. Ich glaube, die Pilze sind hinüber. Nachdem ich die einmal nass gemacht habe, sind die jetzt total eklig geworden. Also noch ekliger als vorher. Ja, und dann werde ich das jetzt auch mal rausstellen. Nicht, dass sich dieser Schimmel hier noch weiter ausbreitet. Also hat sich das dann erledigt, aber es gab ja einmal eine richtig gute Ernte. Von daher hat sich es auf jeden Fall gelohnt. Es hätte sich noch viel mehr gelohnt, wäre nicht dieser komische Schimmelpilz da gekommen. Und ja, auf jeden Fall kann ich das jedem weiterempfehlen. So ein Pilzanzuchtset. Obwohl, hier kommen auch wieder neue Pilze. Also, ich weiß nicht, ich behalte es auf jeden Fall mal noch. Und wenn dann irgendwas passiert, wenn ich dann noch mal welche ernten kann oder so, melde ich mich später damit in einem anderen Video noch mal. Aber das soll dann jetzt erstmal gut sein. Und hier, die Pilze wachsen auch weiter. Man sieht, da ist schon größer geworden. Also hat das funktioniert, dass ich das hier gerettet habe, das Stück. Das gieße ich noch mal kurz oder wässer das. Und das werde ich auf jeden Fall weiter beobachten auch, aber nicht in diesem Video. So. Weil das sonst einfach zu lang wird. Das werde ich mir hier so zurückbehalten und mal gucken, wie lang das hier drin überlebt. Und in diesem Au! Oh, mein Knie. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich dann jetzt hier von der Pilzzucht. Sag noch mal Danke an Robert Labs, von dem ich das Substrat bekommen habe und der mir die Führung gegeben hat oder der mir die Farm gezeigt hat, die Pilzfarm. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.